لترفع رايه السنه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben die letzte Woche mit einem sehr, sehr wichtigen Thema angefangen, und wir behandeln dieses Thema innerhalb der Charakterlehre, weil wir als Muslime uns um einen guten Charakter bemühen müssen, und all das, was die Religion betrifft, ist auch verbunden mit dem Charakter. Deswegen müssen wir lernen, wie wir bei bestimmten Handlungen, die wir im Leben vollziehen, welche Verhaltensweisen wir an den Tag legen müssen, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit unseren Handlungen zufrieden ist. Und du musst wissen, lieber Diener, alle deine Handlungen solltest du zur Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala ausführen. Selbst wenn du eine Mahlzeit zu dir einnimmst, du willst essen, dann nimmst du, bevor du den ersten Bissen in deinen Mund legst, sagst du Bismillah im Namen Allahs. Und dann fängst du an mit dem Essen, und es gibt andere wichtige Bittgebete, die man vorher sprechen kann. Deswegen, die Handlungen, die wir im Leben vollziehen, seien es auch ganz gewöhnliche Handlungen, sollten wir zu wessen Zufriedenheit ausführen? Zur Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn du so lebst, dann ist dein Leben voll und ganz nach Allah subhanahu wa ta'ala ausgerichtet. Möge Allah uns gute Taten machen lassen, mit denen er zufrieden ist. Liebe Geschwister, und eines dieser Themen von der Charakterlehre war auch letztens, dass wir darüber geredet haben, wie die Intimität zwischen dem Mann und der Frau sein sollte. Es gibt Leute, der sagt dir, A'udhu Billah, ihr redet über solche Themen. Und dann fängt er an zu schreien. Wir fragen ihn, war jemand gottesfürchtiger als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Wird jemand sagen, jemand war gottesfürchtiger als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? War jemand schamhafter als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Niemand, liebe Geschwister. Und er hat über diese Themen geredet. Und wenn er der Beste und der Schamhafteste und der Gottesfürchtigste über diese Themen geredet hat, wallahi, dann soll jeder wissen, wir sind nicht besser als er. Und daher, es ist kein Problem, auch darüber zu reden, über die Intimitäten, aber nicht Dr. Sommer und Dr. Winter mäßig, sondern mit Adab, mit Anstand. Und wir wollen nur ein Ziel verfolgen, dass wir lernen, wie wir uns verhalten, liebe Geschwister. Alhamdulillah, manche Brüder, die hier sitzen, sind verheiratet. Andere werden ihnen folgen, bi'idhnillah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Brüdern und Schwestern tugendhafte Eheleute geben, die für sie gut im Diesseits und im Jenseits sind. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, wenn man eine tugendhafte Frau hat und inshallah zusammen in das Paradies geht,
dann wird man, obwohl vielleicht die Frau bessere Taten gemacht hat in dieser Dunya, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie beide zusammenführen im Paradies. Das heißt, der Mann wird angehoben in der Stufe, obwohl er nicht so viele gute Taten gemacht hat wie die Frau. Also strengt euch an, eine gute Frau zu heiraten. Die gute Taten, und sagt ihr, los, noch eine Tat und noch eine Tat. Und dann inshallah werdet ihr dieselbe. Vorausgesetzt, der Mann hat natürlich auch das Wichtigste getan von seinen Pflichten. Das ist sowieso natürlich. Und die Frau wird die hübscheste Frau für ihn im Paradies sein. Sie wird seine wahre Paradiesfrau sein. Allahu Akbar. Und sie wird viel, viel schöner sein als die Hurul Ain. Viel, viel schöner sein als die Hurul Ain. Warum? Die Gelehrten sagen, die Hurul Ain, sie sind einfach erschaffen worden für das Paradies. Allah hat sie erschaffen für das Paradies. Einzig und alleine für das Paradies, damit sie die Paradiesbewohner zufriedenstellen. Und was lässt uns wissen, wie hübsch diese Paradiesfrauen sind, liebe Geschwister? Malik ibn Dinar, rahimullah ta'ala, er sagte zu einem seiner Kollegen, und sie waren von den Tabi'in, von den ersten Generationen, die die Besten sind, er sagte zu ihm, in den Gärten des Paradieses gibt es Paradiesfrauen. Und sie sind so hübsch, wenn Allah für die Paradiesbewohner nicht geschrieben hätte, dass sie niemals sterben, würden sie an dem Anblick dieser Frau sterben. Allah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das wird Gebet kommt Qiyam al-Layl inshallah. Deswegen, wir sollten das genau verstehen. Liebe Geschwister, das ist eine großartige Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala uns geben wird, wenn wir auch auf dem richtigen Weg sind. Die Intimitäten. Wie geht man miteinander um? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns aus seiner Barmherzigkeit erlaubt zu heiraten, liebe Geschwister. Und derjenige, der nicht heiraten kann, er muss sich schützen, bis er geheiratet hat. Wir sollten verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals eine Pflicht auferlegt, ohne dass wir sie auch erfüllen können. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wahrhaftigste, der spricht, er sagt, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Niemand ist eine Pflicht auferlegt worden, niemand soll, beziehungsweise keine Seele, keiner Seele wurde etwas auferlegt, ohne dass sie es auch verrichten kann. Und das gilt in allen Dingen. Weil es gibt einer, der kommt zu dir und sagt dir, oh, das schaffe ich nicht, die 5 Gebete am Tag. Ich fange erstmal an mit einmal in der Woche. Er kann. Er kann, wenn er sich anstrengt. Weil Allah ihm nichts aufgebürdet hat, was er nicht vollziehen kann. Allah hat ihm nicht gesagt, er soll 1500 Gebete am Tag machen. Denn das wäre wahrlich eine Schwierigkeit. Er soll 5 Gebete am Tag machen und das kann jeder. Auch im Monat Ramadan, manche sagen dir, ach, das ist viel zu schwer. Ich kann nicht. Diese Zigarette bringt mich um. In der Tat, sie bringt ihn irgendwann um. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten an uns arbeiten, weil alles, was Allah uns aufgetragen hat, können wir schaffen. Aber wie? Durch Anstrengung. Einer sagt auch, ich habe keinen guten Charakter. Es ist einfach so. Ich bin halt so ein mieser Typ. Und ich mag das eigentlich. Nein, wir müssen uns bemühen, gut zu werden. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gute Menschen aus uns haben möchte, liebe Geschwister. Menschen, mit denen er zufrieden ist. Er sagte zu den Sahaba radiallahu anhum, im Koran, radiyallahu anhum wa radu an. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Allahu Akbar. Und du kannst nur die Zufriedenheit Allahs erreichen, wenn du mit Allah zufrieden bist. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erlaubt zu heiraten, liebe Geschwister. Und wir haben es angesprochen. Die Jugendlichen, die Probleme haben, und ich weiß, es ist ein Land, wo die Fitna groß ist, wo die Versuchung groß ist. Und wallahi, viele Leute sind in Sinna gefallen, illa man rahim Allah, außer die, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Barmherzigkeit geschützt hat. Und es ist ein Verderben. Und es kann sein, dass eine Frau, eine falsche Frau, die wir kennenlernen, uns ins Verderben stürzt, liebe Geschwister. Ibn Kathir und Ibn Jawzi, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, sie haben die Geschichte von einem erzählt, er war ein Muslim. Und er war ein Mujahid. Und er war jemand, der Qiyam al-Layl gebetet hat, in der Nacht. Und als eines Tages, das war 286 nach der Hijra, als eines Tages die Muslime gegen die Römer kämpften, dann ist er an einer Römerin vorbeigegangen.
Und er sagte zu ihr, ich möchte dich heiraten. Werde Muslima, ich möchte dich heiraten. Sie hat ihm gesagt, du wirst mich nicht heiraten können. Du solltest lieber Christ werden. Und er ist vorbeigegangen. Und nächstes Mal hat er sie wieder angeguckt. Werde Muslima, nein, werde du Christ. Und ein drittes Mal. Und die Männer sind schwächer als die Frauen. Und er ist Christ geworden. Und er war ein Koran-Hafiz. Er hatte alles vom Koran in Tuska. Und danach hat er den gesamten Koran vergessen. Und als seine Gefährten, die früher seine Gefährten waren, ihn eines Tages wieder getroffen haben, dann haben sie ihm gesagt, nachdem du den Koran gelernt hast, hast du so einen Schritt im Leben gemacht. Er sagt, ich habe nur noch eine Aya intus vom Koran. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. Vielleicht werden sie sich an diesem Tag wünschen, Muslime gewesen zu sein. Und in der Tat, jeder am Tage der Auferstehung wird sich wünschen, ein Muslim zu sein, liebe Geschwister. Weil alle anderen, وَلَيَّادُ بِاللَّهِ im Höllenfeuer bestraft werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf keiner anderen Religion sterben lassen, außer die des Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, wie wir verfahren sollen, liebe Geschwister. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبِصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Sagte zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil hüten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, das ist die Folge dann, wenn sie es hüten, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Das ist besser und reiniger für sie, reinigender für sie. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid, was sie machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier den Männern geboten, den Gläubigen, die gläubig sein wollen, die es interessiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist, sie sollen ihre Blicke senken. Warum? Und Allah sagt hier, sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil hüten. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Blick zu senken vor der Hütung des Geschlechtsteils gestellt? Weil der erste Blick zur Sinne führt. Wenn du eine Frau nicht gesehen hast, dann begehrst du sie auch nicht. Aber durch den ersten Blick, und schaut mal, ich habe euch gerade ein Beispiel gegeben von einem, der ein Mujahid war und der seine Religion an einer Frau verloren hat. Wenn du den ersten Blick lang machst, das heißt, der erste Blick ist erlaubt für die Männer, wie der Prophet Muhammad in einer Überlieferung zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anh gesagt hat. Aber der erste Blick beinhaltet das unabsichtliche Schauen. In dem Moment, in dem dein Blick absichtlich wird, ist die Sache klar. Hier geht es nicht mehr darum, dass das der erste Blick war, sondern das ist der zweite Blick und der ist haram für uns. Und je länger man, liebe Geschwister, diesen Blick macht, umso katastrophaler wird das Ende. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch den gläubigen Frauen gesagt, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil hüten, ihren Schmuck, das heißt ihre Körperteile, nicht offen zeigen, außer dem, was sichtbar ist. Und was sichtbar ist, sind Gesicht, Hände und äußere Bekleidung nach einer Ansicht von den Gelehrten. Die anderen Gelehrten sagen, auch das Gesicht und die Hände werden bedeckt. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, Allah hat deswegen den Männern und Frauen verboten, den Blick zu senken, dass er ihnen geboten hat, den Blick zu senken. Warum? Weil alles mit dem Blick anfängt. Zuerst ist es ein Blick, dann Fantasie, dann ein Schritt, und dann kommt die Sünde. Vier Schritte. Blick, Fantasie, Schritt und die Sünde. So läuft das ab, liebe Geschwister. Hat man schon mal eine Person begehrt, die man nie zuvor gesehen hat? Natürlich nicht. Wenn jetzt ihr läuft auf irgendeinem Weg, eine Person läuft über, weiß ich nicht, über irgendeine Straße, Müllerstraße, Marschallbahn, die Fitnerstraße. Eine Person läuft dort lang und er hat nichts gesehen. Wen wird er begehren? Niemanden. Aber eine Person läuft dort lang und er hat drei wunderschöne Frauen gesehen. Der ist doch eher in Gefahr als die andere Person, der gar nichts gesehen hat. Also fängt alles an mit einem Blick, liebe Geschwister, und die Fantasie folgt danach. Deswegen, die Person, die nicht heiraten kann, die jetzt nicht in der Lage ist, heiraten zu können, weil sie zu jung ist. Und ich sage, zu jung nicht unbedingt, dass ein 17- oder 18-Jähriger nicht heiraten darf. Wer die Reife hat mit 17, 18, er kann heiraten. Warum? Weil er sich vor Fitna schützen soll. Aber er soll auch gleichzeitig reif genug sein,
eine Ehefrau versorgen zu können, liebe Geschwister. Weil es reicht nicht aus, dass du nur deswegen heiratest, um deine Bedürfnisse zu stillen. Das ist nicht die ganze Heirat. Sondern die Heirat besteht auch darin, dass du eine Familie hast und diese Familie, für sie bist du einzig und alleine verantwortlich. Das heißt, dass du dich um deine Frau kümmerst, um deine Kinder kümmerst und das ist viel, viel mehr als nur der Spaß, den manche Leute im Kopf haben. Und ich habe das festgestellt. Manche Leute sagen dir, ach, ich muss heiraten. Man weiß bei ihm, es gibt nur einen einzigen Sinn, warum er heiraten will. Und zwar wegen dem physischen Bedürfnis. Aber das ist nicht alles, liebe Geschwister, weil